Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen YouTube-Kanal Mr. Me. Das bin ich. Ihr dürft mich natürlich auch gerne Martin nennen, denn das ist mein richtiger Name. So, Kaffee ist am Start, dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Es geht nämlich heute um ein sehr interessantes Thema und ich denke mal, die meisten von euch werden eingeklickt haben und eingeschaltet haben, genau aus dem Grunde, weil sie auch davon betroffen sind, so wie ich auch. Bei mir ging das schon im Oktober los, Oktober 2020. Das heißt also, jetzt haben wir fast März, ne? Also fast 5 Monate sind es jetzt, also 4 Monate und 3 Wochen. Und ich möchte euch heute eigentlich mal zeigen und erzählen, wie war das bei mir? Wie hat das bei mir angefangen? Wie war der Verlauf? Und welche Dinge haben mir geholfen? Das möchte ich euch auch mal zeigen. Geholfen insofern, weil ich hatte auch oder habe auch eine halbseitige Gesichtslähmung. Und ja, das ging eigentlich los. Wir saßen irgendwann sonntags beim Essen und da merkte ich auf einmal hier so im oberen Lippenbereich, dass das taub wurde. Also so taub irgendwie, wie soll ich sagen, so wie beim Zahnarzt, ne? Also als wenn der euch so gerade eine Spritze gesetzt hat oder so. Sitzt da so und bin am Essen und merke so, und sag so zu meiner Frau, ich sage, hör mal, was ist da los, ne? Also irgendwas stimmt da nicht so mit meinem Mund. Und ja, sagt sie, wieso, was ist denn da? Ich sage, ja, das fühlt sich so taub an hier, ne? So, und das dauerte 10 Minuten, Viertelstunde, nicht länger. Dann zog das so ein bisschen so höher, ne? Und ich merkte schon so beim Kauen, so irgendwie, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt muss ich dazu sagen, bei mir ist das nicht das erste Mal, dass ich daran erkrankt bin, sondern das ist das zweite Mal. Ich hatte das Ganze schon mal vor 5 Jahren, wobei ich dazu sagen muss, vor 5 Jahren war das auch schon innerhalb von, lass mich nicht lügen, 8 Wochen, 9 Wochen weg gewesen. Und zwar, wie ich glaube, fast weg, aber man kann sich ja heute nicht mehr dran erinnern. So, ja, nachdem ich eben halt gemerkt habe, da stimmt was nicht, sage ich zu meiner Frau, sag mal, da ist wie beim letzten Mal irgendwas nicht in Ordnung, lass mal gucken, dass ich da jetzt ins Krankenhaus fahre. Ja, gesagt, getan, ja, so ins Auto rein und ab zum Krankenhaus. Und bei der ganzen Geschichte ist auch ganz, ganz wichtig, es gibt ja einmal die Variante faciale Gesichtslähmung, halbseitige Gesichtslähmung. Und es gibt natürlich auch das Thema, was vielen direkt in den Kopf kommt, Schlaganfall. Jetzt muss ich dazu sagen, wäre das jetzt das erste Mal gewesen, damals war ich in Panik. Weil ja, du stehst da und irgendwas ist nicht in Ordnung, du weißt nicht, was ist denn da überhaupt. Ja? Und das Erste, was dir so einfällt, ist das, wo du 1000 Sachen drüber gehört hast, Schlaganfall. Das ist direkt das Erste, was du gehört hast. Und da muss man sagen, da gibt es, wenn man das weiß, gibt es da so Möglichkeiten für sich selber erstmal ein bisschen runterzukommen und zu sagen, ja, das könnte eventuell dann doch was anderes sein. Ne? Also es gibt da beispielsweise dieses sogenannte FAST-System, ne? Also FAST, also die Buchstaben F-A-S-T. Das erste ist eben halt, dass man sein Gegenüber mal lächeln lässt. Ja, also, na, aber das geht jetzt bei mir schon einigermaßen. Das ging gar nicht. Ja, also das ging hinterher gar nicht. Es wird ja immer schlimmer erstmal, bevor es dann eben halt auch wieder besser werden kann. Und ja, dann siehst du, ob er auf einer Seite oder auf der anderen Seite halt einen hängenden Mundwinkel hat. Dann das zweite ist, dass du ihn einfach mal so die Arme heben lässt und so die Hände so nach vorne drehen lässt, weil das kann er nicht. Ja? Also derjenige, der einen Schlaganfall hat, kann das nicht, weil eine Seite ist komplett gelähmt. Das hat bei mir aber funktioniert dann halt. Jemand, der einen Schlaganfall hat, der kann auch keinen klaren Satz gerade aussprechen. Ja? Also dem kannst du irgendeinen einfachen Satz vorsagen, den kann er nicht wiederholen. Das funktioniert nicht. Ja, und dann ist es wichtig, ne, sofort, wenn das der Fall ist, sofort den Rettungswagen rufen, da gibt es gar nichts, weil da dürfte gar keine Zeit verlieren. So, das war bei mir ja eben halt nicht so. Ich bin also ins Krankenhaus und jetzt gerade zur Corona-Zeit war das Erste, was dann kam, ja, haben Sie denn schon einen Corona-Test gemacht? Ich sage, nein, ich habe keinen Corona-Test gemacht, mein Gesicht, ne? Also mein Gesicht ist das wird immer stärker, ne? Da müssen wir jetzt was tun und so. Ja, ich bin dann zum HNO gebracht worden, dann mehr oder weniger, oder geschickt worden. Und der guckte sich das dann halt an, ne, machte so verschiedene Übungen, also mit dem Lächeln und so weiter, um eben halt auszuschließen, dass es sich da eben halt nicht, also dass es sich eben halt nicht um Schlaganfall handelt. Ne. Und
Ja, dann fragte er natürlich so, haben Sie in der Vergangenheit irgendwas gehabt? Und ich sage, ja, ich habe die Woche vorher Kopfschmerzen gehabt, ne? So im hinteren Bereich und die Seite tat mir weh und so. Ja, und dann guckte er halt ins Ohr rein und sagt, ja, da ist also ordentlich Flüssigkeit im Trommelfellbereich dann halt, ne? Und ja, da müssen wir direkt eine Druckentlastung machen, weil es ist halt so, dass ja der Nervenkanal, also die Nerven, die eben halt wichtig sind, um das Gesicht, um diese Mimik dann eben halt zu erzeugen, dieser Nervenkanal, der zu der Muskulatur geht, der verläuft durch einen ganz kleinen Kanal hinterm Ohr. Und bei mir ist das eben halt so, dass dieser Kanal sich eben halt verengt hat durch eine verschleppte Mittelohrentzündung, also nicht spaßen damit, ganz wichtig. Und ja, Ende vom Lied war eben halt gewesen, Kanal hat sich geschlossen, Gesichtsmuskulatur abgestorben, so mehr, also Nerven abgestorben, Gesichtsmuskulatur lahmgelegt. Und ja, das Schlimmste erspare ich euch, ne? Ich will ja auch keine Angst, sondern ich will ja Hoffnung schüren. Auf jeden Fall wurde dann natürlich eine Druckentlastung gemacht durch das Trommelfell, abgesaugt, fertig aus. Ja, dann, also das Erste, was passiert, ist eben halt, dass ihr so schnell wie möglich Cortison bekommt. Ja, das ist, also bei mir waren das 20 Milligramm Cortison, die ich dann eben halt per Tablette dann halt bekommen habe. Ich hätte auch da bleiben können, dann wird das intravenös gegeben dann halt. Sagten mir aber die Ärzte, dass das nicht wirklich ein Vorteil ist. Also es geht auch über die Medikamente. Und ja, das habe ich dann getan. Jetzt ist natürlich, es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die eben halt dich da beeinträchtigen. Ne? Das wirst du wahrscheinlich selber festgestellt haben. Ja, also du trinkst hier, ne, ganz normal, ich meine mittlerweile, Prost, geht das? Du trinkst einfach einen Kaffee und dir rinnt das so an der Seite dann wieder runter. Ne? Ist nicht schön. Auch wenn du jetzt nun halt versuchst zu essen, ist gar nicht schön. Ja, dann das Wichtigste eigentlich, oder wie ich fand, störendste ist eben halt das Auge. Ja? Das Auge schließt ja nicht. Du kannst anstrengen, wie du willst, du kriegst dieses Auge nicht zu. So, und der Arzt in aller Regel verschreibt dir dann eben halt so ein Urglasverband, nennt sich das Ganze. Habe ich auch bekommen, beziehungsweise mir wurde es nicht verschrieben. Ich wusste aber vom ersten Mal, dass ich das dort hatte. Und, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam nicht wirklich damit zurecht. Somit habe ich mir was anderes einfallen lassen. Das vielleicht als kleiner Tipp, aber das muss jeder selber für sich entscheiden, was einem da hilft. Ich habe am Anfang bin ich hergegangen und habe dann hier mit solchen Tapes bin ich dann hergegangen und habe dann, ne, hier so mein Augenlid zugeklebt. Das funktioniert ganz gut. Das Problem ist nur, morgens, wenn du das abmachst, dann hast du, das klebt so richtig und dann hast du eben halt das Problem, dass die Haut ringsherum ums Auge sehr stark gereizt wird. Ja? Also ich hatte wirklich unterlaufende Augen, blaue Flecke etc. pp. Und ebenfalls ganz wichtig ist, um das Auge vor dem Austrocknen zu hindern, ich halte jetzt mal nicht den Markennamen rein, aber vielleicht erkennt es der eine oder andere von euch hier. Es gibt einmal diese Augentropfen, befeuchtende, und es gibt das Gel. Die Augentropfen habe ich tagsüber genommen, das Gel habe ich nachts genommen, um das Auge vor dem Austrocknen zu bewahren. Aber was habe ich gemacht? Ich bin hergegangen und habe mir hier diese Pads besorgt. Das sind so selbstklebende Pads. Und dann geht ihr her und macht das Auge mit dem Finger zu. Dazu habe ich dann hier so ein Verbandmull genommen, habe mir das nochmal so eine Stufe zurechtgeschnitten, habe das dann so eingewickelt, sodass das so in etwa so auf dem Auge aufliegt. Bin dann hergegangen und habe dieses Pad dann genommen. Jetzt klebt es natürlich auf dem Tisch fest, ist klar. Habe dann dieses Mull hier in dieses Pad reingetan und habe das dann auf das geschlossene Augenlid gehalten und habe das dann festgeklebt. Und zur Sicherheit bin ich dann hergegangen und habe noch von diesen Klebeteilen ringsherum das Ganze festgemacht. Das ist natürlich immer so eine Sache, also es ist Geschmackssache, wie ihr am besten damit zurechtkommt. Ich bin damit am besten zurechtgekommen. Wichtig ist eben halt, macht natürlich das, was euch der Arzt dann empfiehlt. Und das sind meistenteils diese Urglasverbände, weil die sind luftdicht abgeschlossen. Da sammelt sich dann eben halt die Feuchtigkeit drunter. Und ja, es wird eben halt dafür gesorgt, dass das Auge eben halt nicht austrocknet. Habt ihr diese Augen
oder diese Augenpads da nicht. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr hier, da gibt es diese selbstklebenden Fließverbände dann halt, da könnt ihr das dann auch machen, dann klebt ihr dann das Auge zu. Eine ganz wichtige Sache ist eben halt, ich sprach es eben an, es ist ja so, dass die Gesichtsmuskulatur, die ist ja gelähmt. Ja, das heißt, so die Nervenkanäle, die kommen, die sind abgestorben, die Nervenbahnen, mehr oder weniger, und der Muskel wird halt nicht unterstützt. Wichtig ist, massiert euch regelmäßig das Gesicht. Ja? Und es gibt da eben halt, und das wird euch wahrscheinlich euer Arzt ja auch gesagt haben, es gibt da solche Übungsblätter oder Übungsprogramme. Ich habe mir so verschiedene angeguckt. Also ich habe natürlich auch welche mitbekommen und ich habe mir so verschiedene angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich mitbekommen habe, ist auch das Beste, weil bei uns hier vor Ort sind es auch die Helios-Kliniken und die haben im Internet zum Runterladen haben die solche Blätter mit solchen Gesichtsübungen. Ja, das geht also von Augenbrauen hochziehen, Augenbrauen schließen, Augen zusammenkneifen, Nase rümpfen, lächeln, ja, solche Dinge. Das ist ganz wichtig. Ist wichtig deswegen, weil sich diese Nervenbahnen wieder neu bilden können und auch neu bilden müssen und sollen natürlich dementsprechend. Das geht bei dem einen schneller, bei dem anderen langsamer. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, so von wegen hätte ich jetzt, und da bin ich ganz ehrlich zu mir selber, hätte ich diese Geschichte hier wirklich kontinuierlich durchgezogen, weiß ich nicht, wie wäre es jetzt nun halt besser, ne? Also wäre es jetzt vorangegangen, schneller vorangegangen, wie auch immer. Was ich jetzt mittlerweile schon machen kann, natürlich das Auge zu, ich kann euch auch anlächeln. Ja? Wenn man jetzt so macht, dann sieht man hier natürlich immer noch, ist das Ganze ein bisschen kleiner als eben halt auf der anderen Seite, aber ich bin da eben halt auch absolut der Hoffnung, dass das natürlich besser wird. Und das ist eben halt der entsprechende Punkt, den ich euch auch mitgeben möchte. Habt Geduld. Das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte ist, Geduld zu haben, denn nur darüber erreicht man halt Fortschritte. Und ich kann euch sagen, eine Geschichte tut euch die Ruhe an. Ja? Geratet nicht so in Panik, wenn ihr wisst, aha, das ist eine Geschichte gewesen und die meisten haben ja jetzt nun halt auch schon die ersten Untersuchungen dann halt abgeschlossen. Da gibt es ja zahlreiche Untersuchungen, Neurologe, Augenarzt, Hausarzt, HNO. HNO ist eigentlich derjenige, der dafür zuständig ist. Aber wenn ihr die erste Variante, also wenn ihr den ersten Schock überwunden habt, und das ist am Anfang natürlich ein Schock, und ihr wisst, das ist jetzt kein Schlaganfall oder so, ja. Dann ganz wichtig, Ruhe bewahren und auch Ruhe antun. Versucht nicht so schnell wie möglich wieder ins Berufsleben einzusteigen. Ja, ich könnte da was verpassen oder wie auch immer. Ihr verpasst euer Leben. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was ich euch bei der Geschichte sagen möchte. Ganz, ganz wichtig, Ruhe. Ich bin logischerweise zu meinem Hausarzt gegangen. Der hatte dann zig Überweisungen aufgeschrieben. Ihr Nervenarzt, ne? Dann Augenarzt und HNO natürlich. HNO war der erste Arzt, bei dem ich war. Der musste ja auch das Ohr nachversorgen dann halt, weil das Trommelfell ja dementsprechend offen wurde ja geöffnet, um da die Flüssigkeit abzusaugen. Und auch der sagte, ne, tu dir die Ruhe an, das dauert. Bei dem einen, also man liest ja im Internet viel, ne? Also man hört und liest im Internet ja so richtig viel, wie schnell das geht oder wie schnell das bei dem einen oder anderen gegangen ist. Nein. Ihr habt euer eigenes Tempo, ihr habt euren eigenen Weg. Ja? Und mit all diesen Hilfsmitteln, die ich euch hier so ein bisschen gezeigt habe, geht das eigentlich ganz gut. Es sieht natürlich völlig blöd aus, aber jetzt gerade in der Corona-Zeit, wenn ihr die Maske aufhabt, ja, ich meine, ihr redet natürlich ein bisschen komisch, auch das ist wesentlich besser geworden. Buchstabe P, P, F. Ich habe da zum Beispiel das Wort Baumwipfelfahrt, ja, das konnte ich am Anfang überhaupt nicht aussprechen, mittlerweile geht das Gott sei Dank wieder. Sodass man eben halt sagen kann, ja, es kann was zurückbleiben, aber nein, ich glaube es nicht. Und da ist eben halt der Punkt, ihr dürft die Hoffnung nicht aufgeben, sondern ihr müsst daran glauben, ihr müsst eure Übungen hier machen, ja, und ihr müsst einfach dranbleiben und genießt das Leben, kommt zur Ruhe. Ich war insgesamt 5, 6 Wochen krankgeschrieben, dann kam, ich bin im Einzelhandel, muss ich dazu sagen, da kam der Lockdown. Das heißt also, Einzelhandel komplett geschlossen, das
war schön, war gut. Da konnte ich mir natürlich dementsprechend auch noch mal mehr Ruhe antun. Hab dann auch noch ein bisschen Resturlaub mit reingepackt. Ja, und dann war das eigentlich ganz gut zu bewältigen, das Thema. Und wichtig ist eben halt auch, dass euch die Familie und Freunde unterstützt. Zieht euch nicht zurück, das ist auch ganz wichtig. Denn das soziale Umfeld, das muss natürlich halt auch passen und muss eben halt, das unterstützt auch. Ja. Ganz wichtig, vergesst nicht, viel lächeln, das ist ganz, ganz wichtig. Viel Massage, Akupunktur, habe ich gehört, kann man von halten, was man will. Wenn es euch hilft, macht es. Aber in aller Regel ist es eben halt wissenschaftlich nicht bewiesen, dass das eben halt zusätzlich was bringt für euch. Also die wichtigsten Punkte sind, also als erstes natürlich Ruhe bewahren, euch die Ruhe anzutun. Macht eure Übungen regelmäßig. Ich habe es nicht ganz so regelmäßig gemacht. Muss man schauen, ob es eben halt eine Rolle gespielt hat. Dass es eben halt jetzt schon fast 5 Monate sind. Aber es gibt auch Leute, hat mir mein HNO gesagt, da ist es seit einem Jahr. Ja? Und es gibt eben halt auch einen ganz geringen Prozentsatz, wo immer noch ein bisschen Rest bleibt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das bei euch so ist oder dass es allgemein so ist, ist doch sehr gering, wenn ihr eben halt so gewisse Punkte beachtet. Gut. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringen. Ich konnte euch so ein bisschen so diese Ängste nehmen und euch durch diese ganzen Hilfsmittel mal so ein bisschen zeigen, wie man den Alltag besser bewältigen kann. Tagsüber lasst ihr das natürlich ab, nehmt da die Augentropfen. Wenn das Auge zu trocken wird, logischerweise macht das zwischendurch. Immer das Augenlid mit dem Finger schließen, habe ich auch gemacht. Oder von unten so nach oben drücken und das Auge auch wieder zumachen, damit das Auge befeuchtet wird. Wenn ihr rausgeht, egal bei welchem Wetter, setzt eine Sonnenbrille auf. Wind ins Auge ist natürlich nicht so gut. Geht spazieren, wie gesagt. Macht alles, was euch gut tut. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Tut euch die Ruhe an. In diesem Sinne. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Ihr könnt natürlich gerne unten in den Kommentaren auch noch ein paar Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr zu einzelnen Themen Fragen habt, wenn ihr hier zu diesen ganzen Geschichten mit dem Material da noch Fragen habt, fragt einfach. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich gute Besserung. Bis dahin. Schreibt einfach mal rein, auch für die, die es schon überstanden haben. Vielleicht haben die für die anderen auch noch ein paar Tipps, wie ihr das am besten überstanden habt, was euch geholfen hat. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nur das Beste. Bis dahin, euer Martin.